So, jetzt gibt es erstmal einen Energy Drink. Alter. Was ist hier? Ein Booster. Apfelminz. Leggy Schleggy. So. Angel hat sich auch verirrt. Echt, ist die da? Ja. Oh Mann. Angel. Jetzt sagt sie bestimmt zu ihrem Freund, guck mal, so macht man das. Der ist viel weiter gekommen als du damals. Weißt du noch, wo du dich unter diesem lapprigen Bett versteckt hast und der dich da rausgezogen hat und dir den Kopf zertrümmert. But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way. Hey, du hast doch Licht aus und deine Gardine. So wie ich. Ja, natürlich. Ja, obwohl Licht aus, dann ist deine Glühbirne wieder heil. Nein, sicher nicht, schreibt Angel, sie schaut mit Kopfhörer. Oh Mann. Gestern hast du dich ja so doll bei dem Spiel erschrocken, dass du hochgesprungen bist und die ganze Glühbirne aus deiner Lampe rausgehauen hast, ne? Da liegt eine Batterie bei dem Typen auf dem Boden, ne? Nee, hab ich gar nicht. Da. Doch, hast du. Komm schon. Ich hab mich nicht einmal bei dem Spiel erschrocken. Ja, stimmt. Nicht geschweige einmal, denn überhaupt Angst gehabt. Nicht einmal erschrocken, sondern 27,5 Mal. Angel, was denn? Vorne steht einer. Jetzt ist er weg. Nein, das stimmt. Chrissy hat wieder Märchen erzählt. Das mit der Glühbirne stimmt so gar nicht. Du erzählst dir wieder Sachen, ey, und Angel glaubt das. No. Ich hab mich erschrocken, hallo. So hoch kann ich gar nicht springen, Alter. Ich wohne im Altbau. Das war noch vorher, ne? Ja, das war noch vorher, wo du deine Kabel da gezogen hast. Ich meinte, wohl, das war so. Das vibriert da voll, ne? Guck mal, das Wasser oder das Blut da unten auf dem Boden. Das tropft da. Ich glaube, es tropft. Klar, Angel. Nee, also so doll erschrecke ich mich dann auch nicht, dass ich hier gleich, Nee, er springt nicht rum, er schreit nur wie ein Mädchen. Richtig. Paddy, da vorne links ist jemand. Ich weiß. Ich möchte mit dir spielen. Hallo, Schatz.
Chrissy, noch ist hell genug, ne? Noch kannst du spielen. Ach, der Hutmacher, der ist auch wieder da. Echt? Cool. Hm. Hallo. Ih, was ist das? Ih, das sieht ja total eklig aus. Ist denn das eine Waschmaschine? Das sieht aber widerlich aus, was da drin ist. Das ist ein Suppentopf. So wird Angel ihr Fleischsalat gemacht, den sie immer mit dem Edeka-Salat mischt. Oh yeah, ein bisschen Licht. Nimm doch mit die Glühbirne da, also bei dir zu Hause reinbauen. Ja, klar. Ich glaube, ich will wieder raus in den Regen. Ja, vor einem tagelang, Alter, suchst du da nach einem Ausgang, dann bist du draußen und suchst noch schlimmer wieder nach dem Eingang. Hm. Pass auf, Shady, da war einer! Hallo, die Fresse, Mann. Hier passiert gleich irgendwas. Jenny, Achtung! Da ist einer. Der Pushy-Mann. Chrissy, ich mag gleich den Controller übergeben. Ja, ist ja gut. Komm, das ist noch viel lustiger. Bei den anderen auch? Stimmen. Oder nur bei dir, Angel? Was denn? Dass der Stream immer mal wieder nachlädt oder keine Ahnung was. Läuft das dann bei dir flüssig, Hutmacher, und bei Ragnar? Das kann ja auch an deiner Internetverbindung liegen, Angel, die du da hast, wo du bist. Oder Twitch spinnt mal wieder rum. Nochmal Bambus, gleich wieder genau. Da. Ich mag den Energy nicht, der ist eklig.
Huibu, das Schlossgespenst. Ich brauch's okay, Angel, Haare. Dir auch viel Spaß. Tschüss. Bis morgen. Ich brauch so einen Pagen, der mir immer beim Zocken immer alles bringt, was ich vergessen habe und so, was ich haben will. Guck mal, der pinkelt da hin. Hast du doch. Marc. Hallo? Nein. Dem hab ich gerade was gebracht. Na ja, genau, nichts bis morgen, sondern bis nachher. Schreibt der Hutmacher so Angel. Hey, wieso? Kommt ihr heute noch wieder nach Hause? Sie hat geschrieben, ich bin aber wieder weg. Viel Spaß euch, vielleicht komme ich nachher nochmal. Ach so. Dass du hier irgendwo mal eine Batterie rumliegen siehst, musst du mir Bescheid sagen. Ne? Ich übersehe die gerne mal. Ja, ich weiß, mach ich doch immer. Hab ich doch gestern schon die ganze Zeit. Ja, sonst hättest du jetzt 5 weniger bestimmt. Boah, aber nachher meinst du so auf richtig schwierig und so, ob denn vielleicht hat man denn, findet man ja auch gar keine Batterien oder so. Ja. Ja, Hut mache ich. Beim nächsten Mal mache ich einen Bäckereiüberfall. Oder so ein Süßigkeitengeschäft oder sowas. Wieso hat der schon wieder Hunger? Weiß ich nicht. Er hat bloß gefragt, warum Banküberfall. Können wir nicht eine Bäckerei überfallen. Ach so, wegen deinem Punkt. Ja. Ey, der Boden ist total geil, ne? Nimm mal die Kacheln mit. Ich bin hier natürlich auch warm. Da. Ja. Hallo, was macht die Flasche für komische Geräusche? Ja, ich dachte gerade, das wäre im Spiel gewesen, Alter. Nee, das war meine Flasche. Ja, ich dachte, ich bin auf so eine Maus getreten oder so. Heute habe ich wieder Aktivschorle, aber mit Himbeertraube oder so. Ja. Quietsche auf einmal rum. Ja, ich habe die aufgemacht und die hat voll rumgepiepst. Ich dachte, ich bin auf eine Maus getreten, oh Mann.
Ob es dafür am Ende eine Trophäe gibt oder ob die existiert, die Trophäe, dass man, wenn man alle Dokumente gefunden hat. Weiß ich nicht, kann gut möglich sein. Hast du schon mal bei den Trophäen reingeguckt? Ja, es gibt nicht so viele. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber so viele gab es da nicht. Ich höre auch Schritte, ich hoffe, das sind meine eigenen. Nein, sind sie nicht. Ja, wieder zurück. Geht's überhaupt weiter? Ich rätsel jetzt gerade, wo ich weiterkomme. Oben? Ja, kannst du nicht da an der Kante? Müssen wir da rüberspringen oder was? Nee, da wird er nicht da hochspringen. Weiß ich nicht. Nee, da. Du kannst auch so seitwärts an der Wand gehen, oder nicht? Ja, das macht er automatisch, aber macht er hier nicht. Problem ist, ich kann mir auch nicht zu viel Zeit lassen, weil die scheiß Batterien ja gleich wieder alle leer sind. Hier bin ich da hergekommen, ganz am Anfang, glaube ich. Ja. Du willst mich also schreien hören, ja? Oh, ich bin auch dabei. Das Schlimme ist, wenn ich mich in solchen Spielen erschrecke, dann schreie ich wirklich wie ein Mädchen. Ja. Hey, ging's ja vorhin schon lang? Euch beide. Chrissy macht wahrscheinlich nur so. Und ich schreie an ihr rum. Aber der Abschnitt hier, der ist schon wieder deutlich gruseliger irgendwie, ne? Als das gestern, was wir da zum Schluss hatten. Mary, hier! Du kannst
across from the upper floors. Warum renne ich den Typen eigentlich hinterher, Alter? Kann er nicht einfach zu mir kommen? Warum verfolgst du Blutspuren? Ja. Kannst du es nicht einfach lassen? Warum spiele ich dieses Spiel? Naja, das hast du ja nun lang genug vor dir hergeschoben, ne? Ich sag nur 9 Monate. Schätzungsweise. Vielleicht sogar noch länger. Ja, Hutmacher, heute überfällst du die Bank alleine, weißt du, da hast du keine Komplizen, die das alles versauen und deshalb klappt das halt so gut bei dir. Ich meine, hallo Chrissy, gestern war Marc der Fluchtwagenfahrer, das sagt doch wohl alles. Ja, ich muss echt immer mit ihm fahren, ne? Also. Toll, da ist ein Schlüssel drin. Ja, obwohl ich bin ja auch schon einmal in echt mit dir gefahren und wie du da vom Parkplatz runtergefahren bist, ne? Das werde ich nie vergessen, Alter. Hätte ich fast gekotzt. Wurde gar nicht so schlimm. Weil da so viel Verkehr ist, muss man sich auf die Straße raufdrängeln. Das ist immer so. Da war überhaupt gar nichts, Mann. Doch. Nein. Gab was aufgeblinkt? Nee, ne? Okay. Da hat nur Wasser getropft. Da blinkt. Nee, doch nicht. Doch, da blinkt was. Ja, steht er gleich auf und ich erschrecke mich, obwohl ich weiß, dass er aufsteht. Fast gekotzt, Mimimi, da ist ein böses Monster, das mich auffressen will. Mimimi, immer nur am Meckern, die Leute heutzutage. Ja, genau, Hutmacher. Sag ich auch. Ich lass die Tür zu. Was auch immer da war, keine Ahnung, ich lasse die Tür zu. Boah, da sind noch viele. Ach du Scheiße. Rewe-Ding? Was für ein Rewe-Ding? Boden, stopp! Man denkt immer, das ist eine Batterie, Alter. Hehehehe
Ja, Nummer 1. Ich befürchte, die anderen werden nicht so leicht sein. Ach, das meinst du. Ja, kann, ich muss ja eh nochmal lang. Wahrscheinlich. Tut dir mir nichts, kann das sein? Aber der hat ein Rohr in der Hand. Pray for Revelation. Küss dich! Nein! Hä? Wo bin ich? Okay. Also der Rohrmacher tut mir anscheinend doch was. Rohrmacher? Ja, aber hast du gesehen in den Raum, da steht irgendwie so einer mit so einem kleinen Altar oder so. Ja, der hat ja nichts gemacht anscheinend. Nee, also musst du doch dahin. Ah, Hutmacher, vergiss doch immer zu tanken, ne? Guck noch mal nach oben, da in den Kamin, ja, was soll's? Okay. Ein Loch, Chrissy. Ziemlich groß. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß nicht, wo der ist. Also, wo der immer hinrennt. Kommt er schon gleich entgegengerannt. Nein, in den Raum rein. Wahrscheinlich. Ja, nee. War der das? Das weiß ich ja nicht. Scheiße. Da war das doch der andere, der in dem Raum war. Ich hoffe, der sieht mich hier in der Ecke nicht. Falls hier reinkommt. Dann war das dann im Raum nämlich die andere, da stand ja noch einer drin.
Scheiße. Bis zum Glück. Hör zu, willst du mir auch was tun? Piss dich. Tut mir anscheinend nichts. Doch, der mag mich. Es ist nur wieder die Frage, wo ist der andere? Ich wollte die Tür zu machen. Tschüss. Hä? Jetzt muss ich erstmal überlegen, in welchen Schrank ich rein soll. Ja.